kapiec pa Problemen festgestellt. Der Tieflochmessung geht nicht. Also muss wahrscheinlich Kabel oder Sensor kaputt. Da ist der Notausschalter kaputt. Die haben Klimaanlage ein bisschen umgebaut, der Thermoschalter umgebrickt und die haben einen Schalter in die Kabine montiert, aber generell hat die Klimaanlage seit 5 Jahren niemand mehr kontrolliert. Also man muss das nach vielen Filtern erneuern. Alle Filtern sind scheiße. Mhm. Die Maschine, alle Öle sind zum Wechseln. So. Jetzt will ich den Motor probieren, ob der luftet normal. Ansonsten hat die Maschine relativ wenige Stunden. Wir haben nicht viel gebohrt, letzte 2 Jahre. Also von den Hammerstunden und Motorstunden her ist das gut. Generell die Stahl ist. Was meinen Sie, was würde das alles kosten? Und Öle wie die 1500 damals. Mhm. Das sollte alles sein, theoretisch. Weiß ich nicht, der Frontscheibe ist nicht kaputt, aber. Es hat halt einen Sprung, müssen wir halt gucken, das muss ich dann auch. Das, ja, habe ich auch schon fotografiert, das habe ich schon gesehen, die Ecke da oben. Ja. Also es ist 10.000 ungefähr. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. 10.000, 600, 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